Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind in der nächsten Weekend League. Und ja, also wir haben beim letzten Mal Elite 3 geholt, logischerweise. Das heißt, ich habe mein Ziel endlich erreicht. Und jetzt geht es erstens darum, nochmal Elite 3 zu holen. Und wir hatten 19 Siege und hat nur ein Sieg gefehlt für Elite 2. Vielleicht ist es auch noch drin. Das wäre echt krass, wenn wir das schaffen, aber ein Elite 3 würde mir reichen. Natürlich, ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt nochmal Elite 3 schaffe diese Woche, dass ich generell jetzt immer Elite 3 schaffe. Ich denke, der Grund, warum ich es geschafft habe, war, dass ich vor allem dann am Ende der Weekend League gegen die starken Gegner trotzdem bestanden habe und gut gegen die gespielt habe und nie aufgegeben habe, immer dran geglaubt habe und ja, vor allem emotional. Ich glaube, ich bin nur in einem Spiel richtig emotional geworden und habe das dann dadurch hergeschenkt. Und ein anderes Spiel habe ich halt zwei richtig krasse Fehler gemacht, die nicht hätten sein sollen. Aber ansonsten, klar, kleinere Fehler, kleine Emotionalitäten waren dabei. Aber ich war, denke ich, sonst spielerisch und emotional ziemlich stark. Und ich hoffe, dass ich das wieder hinbekomme. Wichtig ist, immer dran glauben, dass man das Spiel noch drehen kann. Selbst wenn ich ein Tor fresse, selbst wenn das krasseste Gegentor der Welt ist, total lucky, nicht drüber aufregen, ohne Emotion spielen. Oder nicht ohne Emotion, aber nur mit Positiven. Weil ich muss auch kämpfen. Das war vorletzte Woche schwach, das war letzte Woche gut. Ich muss kämpfen und immer dran glauben, mich selbst pushen. Und von daher schauen wir mal. So, Emre Can kennt ihr ja schon. Ich habe tollerweise noch viermal, also ich habe gestern die ganze Zeit geguckt, habe keinen Champions League Style gefunden mit Shadow, also Shadow nicht gefunden. Dann habe ich heute geguckt und da gab es durch Zufall auf dem Markt viermal Shadow. Jetzt habe ich ihn halt fünfmal, weil ich ihn noch einmal im Verein hatte. Von daher sind wir natürlich erstmal wieder eingedeckt. Sehr, sehr geil. Ich weiß nicht warum. Es gab ihn viermal auf dem Markt, auf einmal. Und es hat ihn keiner gekauft. Ich konnte schnell nacheinander alle vier kaufen, was ich auch gemacht habe. Ist zwar teuer, klar, 20.000 Coins, einfach mal weg für vier Champions League Styles, aber ich brauche den halt einfach. So, Shadow. Und wie ihr seht, ich habe auch den anderen Spieler, von dem ich geredet habe, mir gekauft. Der war sogar teurer, als ich gedacht hatte. Und dafür musste ich sogar Inform Leighton Baines verkaufen, weil der mich einfach mal 160.000 gekostet hat. Und es war noch preiswert. Also, die haben alle 170.000 oder mehr gekostet. Und ich hatte Glück, dass gerade jemand ihn für 160 reingestellt hat. Ich habe ihn jetzt schon zum Sechser gemacht. Er hat Anchor, was eigentlich auch kein schlechter Champions League Style ist auf ihn. Aber ich denke halt einfach, Shadow funktioniert halt noch besser. Und ich habe gerne zwei Abwehrtiere. Er hat einen guten Passwert, auch wenn es hier nur 75 dasteht. Das liegt, glaube ich, daran, dass er eine schlechte Übersicht hat. Aber er hat einen guten Kurzpass, einen guten Distanzpass. Er hat, glaube ich, auf Schuss, Distanz ist, glaube ich, nur 78 oder so, oder 79. Aber Schusskraft ist, glaube ich, 96 oder so. Also der wird auf jeden Fall auch mal den ein oder anderen geilen Distanzschuss raushauen. Was Abwehr und Physis angeht, die ist schon sehr gut. Aber wird mit Shadow natürlich nochmal eine ganze Ecke geiler. Also die Defense, die Physis ist ja so bei 84, also glaube ich auch, also auf jeden Fall über 90 Ausdauer. Er hat, glaube ich, 88 Sprungkraft, alles also egal. Er hat auch einen ziemlich hohen 80er Wert bei Aggression. Nur seine Körperstärke ist nicht ganz so gut mit, ich glaube, 77, aber die reicht aus als Sechser. So, jetzt weiß ich gar nicht, ja, wir müssen mit der Bundesliga spielen. Das macht mir aber auch nichts, weil das heißt, wir können Stindl testen. Das ist auch geil. Stindl als ZOM habe ich Bock drauf. Ich glaube, ich habe schon alle reingepackt und wir werden gucken, was Sommer so macht. So, wir haben jetzt schon alle drin. Ich gucke nochmal nach. Ribéry ist da, Müller ist auch da als anderer Wechselspieler. Genau. So, Can ist dabei. Und Gueye, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Gueye, ich spreche einfach mal Gueye aus. Oder Guy. Gueye ist auch dabei. 84er, den können wir reinnehmen für den 85er. Und dann hoffen wir, dass die Weekend League positiv für mich losgeht. Okay, das war kurz rot. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein schlechtes Omen. Ich gehe das Risiko mal ein und spiele ihn. Oh nee, komm, du hast da ein viel besseres Trikot gerade gehabt. Na also, das passt doch viel besser. Warum wechselt er dann frei auf ein Trikot mit weißer Hose? So, wir fangen also. Oh nein, er hat auch Benteke im Team. Das ist gemein. Und hat auch Can als Sechser und Gueye. Was ist denn da los? Ein sehr ähnliches Team, nur die Innenverteidigung ist ein bisschen anders. Und der rechte Flügel ist zum Glück auch nicht der krasse Mané, dafür aber diesen krassen Hazard. So, jetzt konzentrieren. Das ist wahrscheinlich wieder ein sehr guter Gegner, der sehr gut spielen will. Wir werden also jetzt direkt wahrscheinlich 100% abrufen müssen im ersten Spiel. Das ist jetzt wichtig. Also konzentrieren, nicht einschüchtern lassen. Und wenn der Gegner halt ein Gegentor bekommt, freue ich mich. Aber wenn er ein Tor schießt, dann einfach dranbleiben. Es ist nichts verloren. Ich habe auch beim letzten Mal habe ich auch, ich glaube, mindestens dreimal 1-0 gedreht. Komm schon. Schauen wir mal, was
Stindel so drauf hat. Was? Oh nein! Was macht denn Dembele? Schwach. Ah, da ein bisschen Glück. Stindel arbeitet natürlich auch deutlich besser nach hinten mit, als das Müller macht. Sehr schön von Piszczek, der leider den Ball nicht halten kann, aber immerhin gut rausgespittelt. Bei Hazard müssen wir natürlich aufpassen, sehr dribbelstark. Komm, Stindel. Schöner Pass auf Dembele. Müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwie in die Mitte reinkommen. Ich müsste. Ah, oh, keine Ecke. So, Konzentration. Sehr schön. Stindl ist natürlich nicht so schnell. Sehr schön. Was? Wie waren denn wir da bitte zuletzt dran? Er doppelt auf jeden Fall sehr gern auf den Außen. Da muss ja irgendwann mal irgendwo ein Platz frei sein. Abseits. Was? Das war kein Abseits? Ach du Scheiße! Okay, ab sofort. Das war gerade auch wieder ein Riesenfehler. Ab sofort einfach immer weiterspielen, auch wenn man denkt, dass es Abseits ist. Ach du Gacke! Was war das denn? Wieso war das kein Abseits? Aber ich glaube, er hat auch gedacht, dass es Abseits ist. Er hat auch nicht gemacht. So war der Pass nicht geplant. Schlecht von mir gespielt. Geht er eigentlich zu aggro drauf? Hat Glück, dass er da noch Shaw dazwischen bekommt. Boah, er ist echt nur am Rammeln. Aber mir gefällt der Anfang eigentlich ganz gut. Da ist halt wieder Piszczek nicht mitgelaufen. Das ist so zum Kotzen. Das macht er dann wieder gut, Piszczek, aber ich kann ja nicht jeden steuern immer. An den sehr aggressiven Ich ramme mal drauf Spielstil. Hat natürlich auch Stellungsfehler drin, wie man hier sieht. Ach, der Gegner war noch dran, sehr schön. Immerhin die erste Ecke, die ist leider nicht ganz so gut. Vidal, was macht denn Vidal davon? Aber ich sehe jetzt auch in der Mitte niemanden. Ach ja, wir haben ja keinen Müller mehr. Scheiße, Mann. Ist Vidal so kopfballstark? Boah, ich glaube fast nicht, aber probier's trotzdem mal. Er kommt immerhin zum Kopfball, das war schon mal was. War zwar ein ziemlich schwacher Kopfball, aber er kommt zum Kopfball. Sehr gut gemacht von Hector. Oh. Sehr schön von Sokrates. Stindl fühlt sich auf jeden Fall am Ball gut an. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Position wirklich gut für ihn funktioniert. Oh, das war ein dummer Pass von mir. Der hätte nicht sein müssen. Gut gemacht von Sokrates. Wichtig.
Oh. Ja, ich muss ein bisschen klarer spielen. Ich glaube, der Gegner spielt nicht so gut, wenn wir uns hier ein bisschen konzentrieren und besser spielen. Mit mehr Zug zum Tor, dann sollte das eigentlich was werden. Ich darf halt auch nicht zu einfache Fehler machen. Stindl hat natürlich auch einen guten Distanzschuss. So viel über die Außen, viel über die Pace, wie man sieht. Hat er bisher noch nicht wirklich gut hinbekommen. Piszczek hat auch ein paar Mal gegen Hazard entschärft. Schön gemacht von Stindl. Gute Balleroberung. Schade, dass wir da nicht zum freien Schuss kommen. Ah, oh, da ist Dembélé eigentlich komplett im Laufweg, im Passweg. Ja, also er kommt mit meiner Verteidigung auf Außen zum Glück nicht zurecht, wie ich sehe. Durch die Mitte hat er es bisher eher wenig probiert. Aber da jetzt auch nicht wirklich was zustande bekommen. Gut gemacht von Bentaleb. So, Reusner mit Platz. Sehr schön gedribbelt. Benteke macht ihn wahrscheinlich, aber egal. Oh Mann! Bentaleb schießt auch super gerne ans Alu. Kann das sein? Fuck! Also, wir sind auf jeden Fall der bessere Spieler. Genauso weiterspielen, noch klarere Torechancen rausspielen. Und das könnte jetzt auch schon 1-0 stehen für uns, logischerweise, mit dem Alu-Treffer. Aber egal. Den haben wir, den haben wir. Genau da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt müssen wir halt nur uns anstrengen, dass wir noch klarere Torchancen rausholen und nicht am Ende sagen müssen, ja, es war ein knappes Spiel, ich war zwar leicht besser, aber es konnte so oder so ausgehen. Er hat nullmal geschossen, es war bisher kein so knappes Spiel, er hat nullmal geschossen. Er macht hier sehr viele Fehler im Mittelfeld, wie das zum Beispiel gerade. Lässt gerne mal über außen durchlaufen, das merkt man auch. Da stand er leider noch zu dicht dran, das war dumm von mir. Oh, perfekt gemacht von Hummels. Schöner Reus. Nur die Ecke. Aber okay, die erste Ecke auf Vidal, die war gar nicht so schlecht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Ah, schlecht. Hat auch Courtois, wird eigentlich nicht so oft genommen. Ich glaube, er hat einen schlechten Hechtwert, Courtois, wird deswegen nicht so gerne genommen. Dafür halt eine massive Ballsicherheit, aber er muss halt auch erstmal an den Ball rankommen, bevor er. Ihn festhalten kann. Da habe ich schnell noch den Schuss abgebrochen, deswegen hat er die Schusstäuschung gemacht, weil ich gesehen habe, das wird jetzt kein guter Schuss aus der Position. Deswegen habe ich schnell den Schuss abgebrochen und wollte noch mal reinpassen, dann hat nicht mehr geklappt. Oh, schöner Kopfball von Vidal. Vielleicht ist er noch nicht so schlecht auf der Position. Müller hat jetzt nicht wirklich regelmäßig da ein Tor gemacht. Oh, krasser Bärbespin. Und dann halt wieder ein Fehlpass. Sommer bisher noch überhaupt nicht geprüft. Haben die Seiten gewechselt? Oh, Scheiße. Das war dumm von mir.
War klar, dass er jetzt irgendwann mal abschließen will, weil er einfach bisher überhaupt nicht zum Schuss gekommen ist. Der erste Abschlag von Sommer, oder sieht von hinten ja gar nicht aus wie der Sommer. Was mache ich denn jetzt? Er bleibt weg. Oder? Ja, doch, er bleibt weg. Dann kann ich ihn kurz spielen. Sehr gut. Muss ich nicht auf Mali passen. Hat er jetzt logischerweise nicht so die Kopfballqualitäten. Relativ klein. Wieder lässt er Reus da allein durchgehen. Schade, wenn ich da zum Schuss komme mit Stindl, wird's geil. Oh! Das war ein guter Werberspin von ihm. Ja, weiß ich nicht, so gerade versucht mich mit der Brust anzunehmen. Ich drücke natürlich auf Klären die ganze Zeit. Haben wir Glück, dass er so gefährlich kommt. Wenn der jetzt, wenn das ein Kopfballtor geworden wäre, oh mein Gott. Ja, da hat er sich leider genau richtig positioniert. Ich werde auch jetzt mal wechseln. Leider haben wir es jetzt nicht mehr geschafft, so klare Torchancen rauszuspielen. Der Gegner ist ein bisschen gefährlicher nach vorne geworden, aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Man hat ein Stindl so wenig Ausdauer. Oh fuck, es kann natürlich sein, dass Stindl nicht mit voller Ausdauer reingegangen ist. Das ist, da hätte ich mal vorher gucken müssen. So, Müller. Und Ribéry. Ja, ich habe in der ersten Hälfte gefährlicher gespielt. Ich muss gucken. Vielleicht ein bisschen zu arrogant. Vielleicht ein bisschen zu nachlässig gespielt in der zweiten Hälfte. Puh, komm schon. Da nicht solche leichten Fehler machen. Muss vielleicht auch ein bisschen mehr durch die Mitte gehen. Zu häufig über außen gegangen. Das hat er dann antizipiert. Er ist auch nicht mehr so aggro. Also er ist auch nicht mehr ganz so aggressiv, was das Attackieren des Ballführers angeht. Das war jetzt ein bisschen schade, dass das nicht ankommt. Scheiße. Sind wir nicht mehr schnell genug? Sehr gut von Sommer. Abgefälscht, Ecke. Ja, sowas darf nicht passieren. Also, das hätte man besser spielen können. Ich meine, es war ein bisschen unglücklich, einfach, dass diese Flanke abgefangen wurde. Denn da kann ich nicht so viel machen. Da kommt jetzt leider auch besser über außen durch. Ja, jetzt haben wir es wieder mal geschafft. Danke. Risiko passt, aber ich dachte, wenn ich mal eher in die Mitte ziehe, das ist halt eine Abwechslung zum vorhergehenden Spiel. Haben wir nicht schön gelockt. Und wieder lässt er über außen durchgehen. Aber leider haben wir es halt nicht geschafft, an irgendeine Gefahr. Oh, fuck. In die Mitte zu erzeugen und der Schuss vom Piszczek ist halt nicht der Distanzschütze, aber hätte ruhig mal besser sein können. Oh! Eigentlich ein schöner Pass, aber naja, nicht mitgenommen. Gut. Vielleicht hätte ich noch mal passen können, aber dann wollte ich irgendwie abschließen. So wie da, komm, die waren jetzt gar nicht so schlecht, diese Flanken. Schön ins Aus annehmen oder was? Ach so, es war abgepfiffen. Also war sogar noch im Spiel drin. Ja, jetzt kommen wir leider in die Verlängerung. Ich denke, unnötig, komplett unnötig. Was man halt sagen muss, er lässt über außen komplett durch.
den Gegner, also sehr häufig zumindest, aber dann kommt man nicht in die Mitte rein bei ihm. Also bin ich bisher zumindest noch ganz schlecht. Er verteidigt es dann relativ gut. Also die Außen verteidigt er gut und schlecht gleichzeitig irgendwie, oder schlecht und gut gleichzeitig. Sehr komisch. Ich hoffe mal, dass jetzt in der Verlängerung noch dieses verdiente 1-0 machen kann. So, wieder lässt er mich durch. Aber jetzt muss ich wieder versuchen. Oder ich bekomme halt die Ecke. Und es ist halt nicht ganz so gefährlich, die Ecken hier, wie bei der Premier League. Und mit einem Courtois wahrscheinlich noch schwieriger, da was Gefährliches zu bekommen. Er lässt auch fast nie abreihen, logischerweise. Abseits, geil. Schöner Pass von Stindl. Na endlich! Boom, boom, boom! Vidal wieder mit einem schönen Distanzschuss, schöne Kombination und ich glaube sogar, es war Stindl, der ihn da den Ball auflegt. Ribéry auf Stindl, oder? Und Stindl auf Vidal. Das ist halt das Ding. Also das ist halt eine absolute Ballverteilermaschine, der Stindl. Perfekter Ball auf Vidal, der ihn dann halt ohne Probleme annehmen kann und verwerten kann. So, und jetzt wird er auch wechseln. Genauso und nicht anders. Dran glauben, machen, tun. Und ich glaube, ich hätte Stindl vor dem Spiel eine Fitnesskarte geben müssen. Aber egal, wenn Stindl trotzdem die Vorlage macht. Ah fuck, wir müssen uns noch. Ich hoffe, ich denke dran, wir müssen nach dem Spiel uns noch aufschreiben, was Stindl für Scorerwerte gehabt hat, weil ich will das ja nachprüfen können. Und da muss ich ja den Zeitpunkt, also ab dem Zeitpunkt rechnen, wo wir wieder ihn gespielt haben, weil er ist ja der gleiche Stindl, den ich im Sturm hatte. Aber ich glaube, er hatte 9 Scorerpunkte und so ungefähr 20, 22 Spiele. Puh, komm schon. Einfach defensiv dran glauben. Also defensiv waren wir ja gut. Wir müssen einfach so weiterspielen, nach vorne weiterhin Nadelstiche setzen. Und dann schaffen wir das hier auch. Und werden verdient. Eins, null oder vielleicht dann sogar. Krass, aber er weiß auch, dass Benteke super Kopfballsteiger ist, deswegen macht er auch immer diese Flanken. Und die Kopfbälle auf Benteke. Was war das denn? Das war jetzt zum Beispiel ein Fitnessproblem von Stindl. Muss wieder einen Tick aggressiver auf außen rangehen, weil damit kommt er weniger zurecht, wenn ich ihn da ein bisschen Luft lasse, dann macht er einfach keine Fehler. Und Einwurf gewinne ich auch super oft gegen ihn. Danke, Schiri. Ging aber nochmal gut. So, erste Hälfte haben wir gleich überstanden. Machen wir einen guten Angriff. Ein 2-0 wäre halt der Deckel. Das war halt nicht gut. Sehr schön von Müller. Boah, es war ein straffer Pass. Was war denn das für ein straffer Pass, Freunde? Ah, ich dachte, da muss ich eher die Flanke suchen oder nochmal abbrechen, aber das war keine gute Passsituation. So. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht an Stindl gedacht habe, dass er wahrscheinlich keine Power hat, weil er ist wahrscheinlich mit 80, 89 oder irgend oder noch schlechter in das Spiel gestartet. Und das merkt man jetzt. Den Ball hatten wir eigentlich. Keine Ahnung, wie er da im Ballbesitz bleibt. Dein schwacher Pass. So, diese Abschläge sollte er ja eigentlich gut können. Krass, ich dachte halt, dass Müller kurz steht. Ne? Ich habe mich auch mal da geguckt und dachte, ja, okay, Müller wird auf jeden Fall kurz stehen und er steht halt lang. Warum, weiß ich nicht. Ergibt halt keinen Sinn. Zumal ich defensiv spiele. Ah, steht hier keine Power mehr. Kann ich vergessen. Kann ich jetzt abbrechen. Ist leider mitgelaufen, aber wir haben kein, aber wir haben Glück.
im Fallen. Wenn ich gewusst hätte, dass das so aggro drauf geht und ich quasi durch bin, dann hätte ich natürlich anders gespielt. Danke. Schön von Müller. Aber Vidal habe ich einen Lauf geschickt, war durch, bricht ab. Oh, zweimal kommt der Pass nicht. Fuck. Schön gemacht von Vidal. Nicht nur das Tor gemacht, sondern auch hinten wieder. Sehr sicher und jetzt gehe ich auf Zeit. Oder? Wenn jetzt ein Tor fressen, dann wird es eklig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, zum Glück. Ah, weil ich wieder nicht auf Zeit gehen wollte. Ich muss mir das abgewöhnen, weil logischerweise sowas kann entscheiden über Elite 3 oder eben Gold 1. Wenn ich jetzt ein Tor gefressen hätte und dann das Elfmeterschießen verliere, habe ich halt ein Problem. Deswegen, es wäre einfach, es ist einfach, wie gesagt, es gehört zum Spiel, es ist einfach ein taktisches Element, das Zeitspiel, und es waren ja wirklich nur noch 3 Ingame-Minuten oder so. Ich hätte hier wieder die Zeit nehmen sollen, aber es ist immer mal so, man ist einfach, man merkt halt einfach, ich bin halt einfach kein unfairer Spieler, ich bin einfach so der, deswegen spiele ich auch keine Fünferkette oder so ein Quatsch, sondern ich bin einfach jemand, der gerne spielt und der sich nicht gerne komplett hinten reinstellt. Und Zeit mache ich halt wirklich nur wegen taktischen Mitteln und nicht, weil ich auf Teufel komm raus irgendwie versuchen will, ja, möglichst unfair zu spielen. Ich finde auch nicht, dass es das Zeitspiel unfaires Spiel ist, aber man merkt halt einfach, ich bin einfach jemand, der gerne spielt. Und deswegen fällt es mir immer relativ schwer, auf Zeit zu gehen. Vor allem, wenn ich einen Gegner habe, wo ich der Meinung bin, dass ich eigentlich schon ein deutlich besserer Spieler bin, wie jetzt in dem Fall. Ja, Vorlage Schnitte. Dann denkt man sich halt, ja komm, das kannst du spielerisch lösen, aber es war taktisch einfach dumm, da nicht auf Zeit zu gehen, weil er hat einen Konter nochmal deswegen bekommen, er hätte diesen Konter sonst nicht bekommen und es hätte ins Elfmeterschießen gehen können und da kann er dann auch gewinnen, logischerweise. So, jetzt schreiben wir uns das erstmal auf. Oh, Dembele ist verletzt, was hat er denn? Oberkörper, ein Spiel. Ah, ich glaube, die Premier League ist noch nicht komplett fit, oder? Doch, sie sind komplett fit. Die einzigen nicht komplett, also ne, doch nicht, alle nicht. Also Gueye ist noch nicht komplett fit, Mané noch nicht und De Bruyne, aber die schaffen alle ein Spiel, dann kann ich ja wieder Bundesliga spielen. Sind nämlich auch alle wieder komplett fit. Moment mal, Stindl hat jetzt 91 Fitness. Das bedeutet im Endeffekt, er hat vor dem Spiel also fast 99, wenn nicht sogar 99 gehabt. Wie konnte, er hat doch eigentlich einen mega krassen Ausdauerwert. Wieso ist er denn so kaputt gewesen? Vielleicht ist er einfach viel hoch und runter gerannt. Das kann natürlich sein. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass er mit 99 da reingegangen ist. Aber jetzt müssen wir erstmal ganz wichtig, bevor ich es vergesse, das aufschreiben. So, ich stille die Linde. Oh, es waren sogar schon 24 Spiele. Also, 24 Stindel. 24 Spiele. Er hat jetzt eine Vorlage gemacht. 3 Tore. Und 6 Vorlagen. Und alles, was so an 0,6 Quote rangeht, ist gut, weil die hat Müller auch und ich glaube, Kruse hat 0,5 gehabt am Ende. Vielleicht schafft er ja 0,7, das wäre geil. Okay. Vor allem was die Vorlagen angeht, ich glaube, Müller hat ja sogar mehr Tore als Vorlagen und hat halt auch die ein oder andere Vorlage manchmal verkackt. Ich denke, Stindl hat auch einen guten Schuss, hat ja auch 90 auf der Karte stehen. Aber bringt halt noch mehr mit bei den Vorlagen. Von daher schauen wir mal. Er hat jetzt ein Spiel, eine Vorlage, ein Scorerpunkt. Das ist doch schon mal ausreichend. In diesem Sinne würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Also ich mache jetzt nicht noch eine Aufnahme, weil ich keine Zeit, nach dem Spiel, weil ich keine Zeit habe, sonst würde ich jetzt noch ein Spiel machen. Aber gerade wenn dann das Spiel jetzt in die Verlängerung gehen würde und so, das wäre zu stressig. Das bekomme ich hin zeitlich. Und unter Zeitdruck spielen, das bringt nichts. Das habe ich gemerkt. Deswegen. Ich werde wahrscheinlich dann heute Nacht, das ist jetzt Freitag logischerweise, werde wahrscheinlich heute Nacht noch versuchen, wenigstens 4 Spiele zu spielen, so dass ich halt noch 20 übrig habe und 10 Samstag, 10 Sonntag. Wahrscheinlich lag es auch ein bisschen daran, dass ich letzte Woche am Ende so gut spielen konnte, weil ich keinen Zeitdruck hatte. Ich wusste einfach am Sonntag, okay, du kannst am Montag noch ein paar Spiele machen. Und als ich dann am Sonntag in der Nacht halt dieses Scheißspiel hatte, wo ich einfach zu emotional geworden bin,
hatte ich eben nicht den Druck und den Zwang, du musst die restlichen, weiß ich, wie waren es, 5 oder 6, du musst die restlichen nicht auch noch machen, sondern du kannst sie einfach morgen machen. Und das war natürlich ein Riesenvorteil. Wenn ich da weitergespielt hätte, hätte ich es niemals, also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich es da nicht geschafft hätte, Elite 3 zu holen. Mir fällt gerade ein, wir haben noch gar nicht geguckt, wer auf welche Position kommt. Gui hat nur 3 Sterne auf den Schwachen. Ich glaube, Chan hat 4, ja. Also stellen wir Chan auf die rechte Position und Gui auf die linke und dann passt es auch schon. Sehr schön. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.